Ich würde gerne in dem Video mal ein bisschen die typischen Verwechslungen zwischen physiologischen Zuständen und spirituellen Konzepten durchleuchten. Ich glaube, das ist total hilfreich für alle Menschen, die vor allem auf der spirituellen Suche sind, weil da ist oft zu sehen, dass dort was durcheinander kommt und dass dieses Durcheinander ist eigentlich das Suchen eines äußeren Kontextes, der zu meiner Situation in der Kindheit passt und mir eine Lösung verspricht. Also, das klingt jetzt total abstrakt, damit ist einfach gemeint, wenn ich unter Bindungslosigkeit leide, dann suche ich mir einen Kontext, der mir eine Lösung ohne Beziehung verspricht, zum Beispiel Meditation. Oder die andere Richtung umgekehrt, wenn ich mich verloren habe, dadurch, dass ich mich mit anderen verschmelze immer, dann suche ich mir einen Kontext, wo es nicht um mich geht. Ne, zum Beispiel anderen helfen. So, also ganz simpel ausgedrückt. Und das ist ziemlich tricky, diese ganzen Sachen. Aber ich meine, es ist total hilfreich, das einfach zu sehen oder da mal wenigstens hinzugucken. Die erste Geschichte, die mir da einfällt, ist, wo oder nicht nur einfällt, was ich einfach sehe, was oft miteinander zusammenkommt, ist, wenn jemand unter Bindungslosigkeit leidet, dysreguliert ist oder sogar dissoziiert ist und sich gleichzeitig mit der sogenannten buddhistischen Lehre beschäftigt. Das ist eins der Hauptverstrickungen oder Versuche, mit dem inneren Zustand irgendwas Kohärentes zu finden. Und was da zusammenkommt, beziehungsweise was versucht wird zusammenzubringen, ist, dass ich über dieses Konzept der buddhistischen Lehre sozusagen eine Lösung für meine innere Lehre finde. Das scheint irgendwie anziehend zu sein, da scheint es eine Verbindung zu geben, die gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht. Das sieht nur aus dem Zustand von Bindungslosigkeit so aus. Das, was im Buddhismus mit Lehre bezeichnet wird, das ist nicht das, was wir mit dem Wort Lehre hier im Westen verbinden. Damit mit der Lehre im Buddhismus ist gemeint, dass es keine Objekte gibt, die für sich existieren, die einen unabhängigen Kern haben. Ausführlich formuliert wird es genannt Lehre von inhärenter Existenz. Also nichts existiert aus sich heraus. Es gibt keine unabhängigen Objekte mit einem sogenannten Objektkern. Die Welt erscheint uns so. Also da ist der Tisch, da ist das Auto, da bin ich, sind lauter Objekte und ein Subjekt, die als scheinbar getrennte Dinge existieren. Das erscheint uns aber nur so. In Wirklichkeit ist da nichts dahinter. Da ist einfach nichts. Also es gibt in dem Sinne keinen Stuhl. Wenn ich einen Stuhl auseinandernehme, ist der weg. Ja, irgendwann habe ich Sägemehl. Und es gibt kein Stuhlsein an sich. Das gibt es nicht. Das sind also alles nur bedingte, temporäre Erscheinungsformen. Und da wir das weder intellektuell wissen, verinnerlicht haben, noch in der Tiefe in uns realisiert haben, entstehen die zwei Pole von Leiden. Ja, das ist einfach der Buddhismus. Anhaftung, Abneigung. Wenn ich nicht realisiert habe, dass alles leer, vergänglich ist, einschließlich mir selber, dann entsteht der Wunsch nach Dingen, die nicht da sind, und dann will ich Dinge, die unangenehm sind, weghaben. Einfach, weil die Kernrealität nicht gesehen wird. Das ist mit Lehre gemeint im Buddhismus. Und wenn ich das jetzt versuche, mit einem Notzustand von innerer Leere irgendwie zusammenzubringen, dann sitze ich in der Falle. Das ist immer der Versuch, wie gesagt, no, eigene Notzustände, etwas im Außen zu finden, was zu den eigenen Notzuständen kohärent ist, sich damit zu beschäftigen und dann die Hoffnung, dass da eine Lösung oder dass dort drin die Lösung ist, die ist aber da drin nicht. Die Leere, die entsteht durch Dissoziation und Bindungslosigkeit, das ist ein Notzustand des Körpers. Die Leere, von der der Buddhismus redet, das ist grenzenlose Ekstase. Also das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist wirklich praktisch entgegengesetzt.
Die Lehre im Buddhismus ist die Verschmelzung oder die Erfahrung, dass alles eins ist. Die Bindungslosigkeit und Dissoziation ist, das ist der Notzustand des Körper-Geist-Systems, weil es nicht das bekommt, was es braucht, in erster Linie, nämlich Verbindung, Austausch und Kontakt. Das eine ist ein Notzustand, ein biologischer Notzustand. Das andere ist Bewusstsein über sich selbst. Also, das ist so das, was nicht zusammengehört, und die Beschäftigung mit der Lehre der Dinge ist was, etwas, womit sich Menschen mit Bindungs- und Entwicklungstrauma einfach überhaupt nicht beschäftigen sollten, gar nicht. Da geht es überhaupt nicht lang. Die sollten sich lieber mit anderen Menschen beschäftigen und wieder nach außen gucken, statt in mentale Räume oder spirituelle Konzepte nach innen. Damit zusammenhängt die zweite Geschichte, die häufig zu sehen ist, das ist die Verwechslung von sozialer Isolation und Meditation. Ist ein ähnliches Spiel. Wenn ich isoliert bin, versuche ich in dieser Situation, die ja in der Kindheit entstanden ist, eine Lösung zu finden. Und was bietet sich da an? Meditation. Also versuche ich mit Meditation meine Isolation oder Einsamkeit zu überwinden. Geht genauso wenig. Ist aber halt super bequem, weil da muss ich den Kernkonflikt nicht anrühren. Da muss ich mich nicht wieder nach außen bewegen und in Kontakt mit den Menschen treten, weil davon habe ich mich als Kind zurückgezogen, weil es unerträglich war. Also versuche ich die Lösung eben in der Kindheit. Und für solche Menschen heißt Meditieren ein Wiederholen eines Lösungsversuchs für ein Problem, wofür es keine Lösung gab als Kind. Und damit sitze ich wieder in der Falle. Also soziale Isolation, Rückzug hat überhaupt nichts mit Meditation zu tun. Meditation bedeutet, ich gebe dem Raum, was da ist. Und dem kann ich aber nur Raum geben, wenn ich so weit verbunden bin, dass der Organismus so viel Sicherheit in sich hat, dass ich mich überhaupt mir selber und meinen Zuständen zuwenden kann. Sonst geht das gar nicht. Also auch hier dasselbe Spiel. Die Lösung ist nie in der alten Struktur zu finden, sondern man kann es eher anders sagen, die Lösung ist dort zu finden, wo ich am wenigsten Bock drauf habe, was mir die größte Angst macht, wo ich am wenigsten Lust drauf habe, da ist die Lösung zu finden. Ein weiterer Punkt ist, was durcheinander kommt, ist, wenn Party und Kontakt mit Liebe verwechselt wird, das heißt oberflächlicher, intensiver Austausch, wenn das verwechselt wird mit Liebe. Also das sind Leute, die den anderen Pol entwickelt haben, die sich eher selber ausgeblendet haben und sich in den anderen reinstürzen und dort eher oberflächlich, aber mit hoher Intensität austauschen. Also Partygänger, ja, das sind Leute, die so hochgradig sozial erscheinen und die das mit Liebe verwechseln und die dann glauben, darin ist die Lösung zu finden, in diesem Austausch, in diesem oberflächlichen, intensiven Austausch. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Da ist es genau umgekehrt. Da wurde der eigene Raum, der eigene innere Raum, die Tiefen ausgeblendet und dieser Verlust oder diese Lücke, die dort entsteht, wird mit oberflächlichem Austausch unter Kontrolle gehalten. Liebe ist was ganz anderes. Liebe ist das, wenn das Ganze da sein darf und ich aus dem Ganzen heraus da bin und dadurch auch den anderen komplett da sein lassen kann. Und das ist absolut nichts Oberflächliches. Dann, weitere Geschichte ist, dass verwechselt wird, der Wunsch, das Leiden zu beenden, mit dem Wunsch nach Erleuchtung. Das ist was ich gespielt habe, das Spiel. Ich habe mir eingebildet, ich wollte
Erleuchtung. Dabei wollte ich nur mein Leiden beenden. Erleuchtung erscheint als einer der letzten Auswege, ja, wenn nichts anderes mehr funktioniert hat, wenn ich diese Verbindung zu den Menschen einfach nicht hinbekomme, aufgrund von schwerem Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Und dann gibt es Notausgänge, die so erscheinen. Erleuchtung ist so ein Notausgang, Suizid ist ein weiterer, Drogen, was auch immer. Also das sind verzweifelte Versuche, eine Lösung zu finden für ein Problem, was wir einfach nicht gelöst bekommen, erstmal scheinbar. Also muss ich es auf extreme Dinge projizieren, auf Dinge, die weit von dem eigentlichen Problem weg sind. Weil das Problem ist der fehlende Kontakt untereinander und Erleuchtung. Da bin ich ganz weit weg von dem Thema. Das ist was Abstraktes. Also besuche ich Retreats und meditiere wie verrückt und hoffe dann, wenn die Erleuchtung stattgefunden hat, dass dann mein Leiden weg ist. Aber Erleuchtung hat wiederum nichts mit Leiden weghaben wollen zu tun. Wenn ich leide aufgrund von Entwicklungstrauma, dann ist es ein Notzustand des Körpers durch fehlende Verbindung mit anderen Menschen. Erleuchtung heißt, tja, zumindest so wie ich es verstehe, das Aufwachen jenseits von Glück und Leiden, dass ich mit beidem eigentlich nichts zu tun habe. Also zwei völlig verschiedene Dinge. Dann eine weitere Geschichte, die manche Menschen spielen, ist, könnte man so sagen, wie so ein spirituelles Helfersyndrom. Im Gegensatz zu einem Gesamtbewusstsein oder einem planetaren Bewusstsein. Das sind auch völlig verschiedene Dinge. Jemand, der versucht, die Welt zu retten, sich ständig um andere kümmert, den Transformationswechsel der Erde mitarbeitet oder mithilft, Lichtarbeiter ist sonst was, ja, der also seine Ladung nicht in Form von Helfen auf individuelle Menschen im Alltag oder auf Alltagshilfen sozusagen, wie zum Beispiel Pflege oder sonst was, kanalisiert, sondern der kanalisiert das über eine globale Idee. Und das hat nichts mit dem Gesamtbewusstsein zu tun, sondern das sind wiederum einmal, das ist ein Notzustand, den ich versuche, durch meine Aktivität als in Form von Hilfe dem Ganzen zu kanalisieren, damit es mir selber dann besser geht. Das hat aber nichts mit einem planetaren Bewusstsein zu tun, wo ich still bin und die Gesamtsituation eines Planeten oder eines Volkes oder was auch immer wahrnehme. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist ein klares Sehen, Wahrnehmen und Fühlen. Das andere ist ein Notzustand, den ich durch Aktivität versuche zu lindern. Sieht natürlich sehr spirituell aus. Aber ist es nicht. Dann, weitere Geschichte ist, das ist besonders verbreitet in der Advaita-Zen-Szene, das ist die Identifizierung mit der Idee von hier jetzt im Gegensatz zu einem Leben hier jetzt. Also da sieht man, dass Menschen über ein mentales Konstrukt versuchen, sich zu regulieren. Damit ist ja auch erstmal nichts verkehrt. Alles, was uns stabilisiert, ist in Ordnung. Nur, das ist nicht die Lösung. Das heißt, wenn ich den ganzen inneren Aufruhr mit der Idee von, ich muss immer hier jetzt sein und leben, versuche unter Kontrolle zu bringen, das mag mich ein bisschen stabilisieren, das ist aber keine Lösung. Das ist ja nicht hier jetzt leben, sondern das ist die Verschmelzung und die totale Identifizierung mit einem mentalen Konstrukt. Und dann bin ich aber im Geist unterwegs, dann bin ich in der Identifizierung mit geistigen Inhalten, mit Gedanken. Ich muss immer hier jetzt leben. Was ein Terror, was ein Stress. Das hat überhaupt nichts mit hier jetzt zu tun. Hier jetzt ist eher entspannt. Das hat auch nichts mit dem Geist oder Identifizierung mit Bewegungen im Geist zu tun. Überhaupt gar nicht.